Hallo und herzlich willkommen. Manchmal landen wir ja im Alltag so in so einer schlechten Stimmung, dass wir uns einfach nicht wohlfühlen und kommen manchmal den ganzen Tag nicht heraus. Da wir ja alles Menschen sind, kennt das sicherlich jeder. Und manchmal kommt da sogar noch der Ärger drüber, dass wir eben so eine schlechte Laune haben. Es gibt im Verkaufstraining einen Ausspruch, der heißt: Wer fragt, der führt. Das kann man auch anwenden, wenn es um die Führung des Bewusstseins geht, des eigenen Bewusstseins. Da können wir uns dann eine der Grundfunktionen unseres Gehirns, unseres Bewusstseins zunutze machen, das immer bemüht ist, Fragen sofort zu beantworten. Das hat auch schon Albert Einstein gewusst, als er sagte: Es kommt nicht darauf an, die richtigen Antworten zu haben, sondern es kommt darauf an, sich die richtigen Fragen zu stellen. Weil richtige Fragen unser Bewusstsein automatisch in die richtige Richtung bringt. Also stellen wir uns doch mal ein paar Fragen, die unser Bewusstsein wieder in die richtige Richtung bringen könnten, uns aus dieser schlechten Laune herausholen könnten. Fangen wir also an. Die erste Frage, die wir uns stellen könnten, wäre: Worüber könnte ich mich jetzt für ein paar Abendzüge freuen und auch etwas glücklich sein, wenn ich es wirklich wollte? Das müssen auch keine großen, weltbewegenden Sachen sein. Das können einfach irgendwelche Kleinigkeiten sein, über die ich mich jetzt ein paar Atemzüge lang freuen könnte, wenn ich es wirklich wollte. Die zweite Frage, die wir uns stellen können, ist: An welchen Orten fühle ich mich eigentlich besonders wohl? Sich einfach die Frage stellen und mal nach innen schauen, was da so auftaucht. Das kann irgendeine schöne Landschaft sein, das kann aber auch der eigene schöne Garten sein, oder die Terrasse im Sommer, oder der schöne Balkon, das kann aber auch das Bett sein, oder das kuschelige Sofa im Wohnzimmer. Und natürlich kann das auch der Raum in unserem spirituellen Herzen sein, wenn ich da einmal ganz bewusst reinatme. Einfach mal bewusst mit meiner Aufmerksamkeit dort bin und den Frieden und die Stille fühle, die von diesem Ort ausgeht. Eine weitere Frage, die uns auch ganz automatisch auf andere Gedanken bringt, ist: Was sind eigentlich meine schönsten Erinnerungen? Sich einfach mal die Frage stellen und nach innen schauen und gucken, was da so auftaucht. Das kann irgendein Urlaub sein, das kann die Geburt des Kindes sein, das kann ein Geburtstag sein, das kann ein Erlebnis mit den eigenen Haustieren sein, das kann ein schönes Erlebnis in der Natur sein, zum Beispiel ein schöner Sonnenuntergang. Das können tausend Sachen sein. Und jeder Mensch hat die schon erlebt. Und wenn man sich bewusst diese Frage stellt, dann taucht irgendetwas von ganz alleine wieder auf, wo das Herz so richtig sagt: Ja, das war schön. Solche schönen Momente hat jeder Mensch in seiner Erinnerung abgespeichert. Die vierte Frage, die wir uns stellen können, ist auch ganz einfach. Nämlich: Wen oder was liebe ich eigentlich? Jeder hat irgendetwas, das er liebt. Das können irgendwelche Kleinigkeiten sein, das können Blumen sein. Das kann der Hund sein, die Katze oder ein anderes Haustier. Das können irgendwelche Sachen in der Natur sein oder in der Natur generell. Das kann aber auch sein, dass jemand seine Haare liebt. Oder weil er schöne Augen hat. Oder dass er schöne Fingernägel hat. Das können irgendwelche Kleinigkeiten sein. Oder dass er vielleicht irgendeine Blume in seiner Wohnung ganz besonders liebt. So wie ich zum Beispiel meinen kleinen Fikus liebe, den ich mal vor dem Mülleimer gerettet habe und dann mühsam wieder hochgepäppelt habe und der sich aber super entwickelt hat. Jedes Mal, wenn ich den ansehe oder wenn ich daran denke, tut mir es einfach gut. Also, wen oder was liebst du? Dazu passt auch die nächste Frage gut: Wofür könnte ich für ein paar Abendzüge dankbar sein, wenn ich es wollte? Jeder hat irgendetwas, für das er im Grunde dankbar sein kann. Es gibt da einen tollen Spruch:
mit dem ich mich selbst immer wieder schnell einnorden kann. Der lautet: Ich ärgerte mich darüber, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden traf, der keine Füße hatte. Wir haben gerade in Deutschland alle etwas, wofür wir dankbar sein können, weil es uns ja im Grunde im Vergleich zu 4/5 der gesamten Weltbevölkerung sehr, sehr, sehr gut geht. Und es tut schon sehr gut, wenn ich einfach mal bewusst für Selbstverständlichkeiten dankbar bin. Schon alleine, wenn ich das bemerke, schon alleine das tut gut. Das wirkt sich sofort auf die Gefühle aus. Wofür könnte ich also für ein paar Atemzüge dankbar sein, wenn ich es wirklich wollte? Jetzt sofort. Kommen wir zur sechsten Frage. Die lautet: Was mache ich besonders gerne? Ich schätze mal, du wirst dich wie jeder Mensch zum Beispiel besonders gerne wohlfühlen. Viel lieber als schlecht auf alle Fälle. Also könntest du sagen: Ich bin ein Mensch, der sich besonders gerne gute Gefühle macht. Das kann natürlich auch was ganz anderes sein. Das kann Sport sein. Das kann spazieren gehen sein. Das kann aber auch schlafen sein oder lesen oder das, was du eben ganz besonders gerne machst. Nur du. Also, was machst du besonders gerne? Schau nicht rein, da taucht garantiert was auf. Und etwas, was ich gerne tue, das ist auch automatisch mit guten Gefühlen verbunden. Ruf dir einfach diese guten Gefühle noch mehr ins Bewusstsein und genieß sie für drei Atemzüge. Weiter mit einer weiteren Frage: Was versetzt mich in Begeisterung? Oder was könnte mich in Begeisterung versetzen, wenn ich es wirklich wollte? Oftmals ist das ganz vergessen und geht im Alltag völlig unter. Auch das müssen wieder keine weltbewegenden Sachen sein. Das können für den Einzelnen Kleinigkeiten sein, aber eben Kleinigkeiten, für die er sich begeistern kann, wo er, wenn er sich damit befasst, völlig die Zeit vergisst und ganz darin aufgeht. Das kann irgendeine Sammelleidenschaft sein, das kann aber auch irgendein Basteln sein, das kann Spazierengehen sein, Malen, Lesen. Das können aber auch die eigenen Kinder sein, die Familie, das Haustier, die Natur. Jeder hat irgendetwas, für das er sich begeistern kann, wenn er wirklich wollte. Und schon alleine, wenn ich mir bewusst die Frage stelle, was versetzt mich in Begeisterung oder was könnte mich in Begeisterung versetzen, bringt mein Bewusstsein ganz automatisch wieder in eine lebensfördernde, in eine lebensbejahende und in eine kraftspendende Richtung. Also genau die gegenteilige Richtung von schlechten Gefühlen, von schlechter Laune, von sich schlecht fühlen. Denn solche Gefühle begrenzen einen immer mehr. Aber glücklicherweise brauchen wir uns ja nur die richtigen, geeigneten Fragen zu stellen. Wenn du dir diese paar Fragen einmal wirklich bewusst gestellt hast und hast die Antworten einfach in dir aufsteigen lassen, hast die einfach so angenommen, wie die sind, dann wirst du dich vielleicht selbst fragen, ist es nicht erstaunlich, wie hilfreich doch ein paar Fragen sein können, die ich mir einfach mal ganz bewusst selbst stelle. Im Grunde brauche ich ja nur abzuwarten, was auf diese Fragen dann in mir aufsteigt, weil die Antworten ja immer mit angenehmen Gefühlen verbunden sind. Zumindest dann, wenn ich mir die für mich geeigneten, richtigen Fragen stelle. Da hatte der Einstein eben recht. Es kommt nicht auf die Antworten an, sondern es kommt darauf an, sich die richtigen Fragen zu stellen. Ich kann mir auch sehr allgemeine, im ersten Moment sehr abstrakt erscheinende Fragen stellen, die ja im Grunde mit unserer Biologie, mit der Funktionsweise unseres Körpers zu tun haben, der es ja auch nicht gerne hat,
wenn er diese schlechten Gefühle fühlt. Denn schlechte Gefühle fühlen sich immer dunkel, einengend, begrenzend, schwer und kraftraubend an. Auch das kannst du für dich sofort ausprobieren und sofort fühlen, wie dein Körper reagiert. Stell dir einfach die Frage: Bin ich ein Mensch, der lieber schwere oder lieber leichte Gefühle fühlt? Bin ich ein Mensch, der lieber dunkle oder lieber helle Gefühle fühlt? Bin ich ein Mensch, der lieber einengende, begrenzende Gefühle fühlt? Oder bin ich ein Mensch, der lieber erweiternde, sich ausweitende Gefühle fühlt? Bin ich ein Mensch, der lieber kraftraubende Gefühle fühlt? Oder bin ich ein Mensch, der lieber kraftspendende, vitalisierende Gefühle fühlt? Auch bei diesen vier abstrakten Fragen, wenn du dir die in Ruhe stellst, wirst du sofort feststellen, wohin dein ganzes Bewusstsein, dein ganzes Geist-Körpersystem tendiert. Unsere natürliche, meist jedoch völlig unbewusste Richtung ist immer in Richtung Leichtigkeit, Helligkeit, Erweitern und kraftspendend, vitalisierend. Unser Körper, unser Unterbewusstes, reagiert sofort darauf, wenn ich mir bewusst diese vier Fragen stelle. Und zeige mir auch sofort wieder die richtige Richtung an, die natürliche Richtung. Nach dem Motto: Ah, nur vergessen. Aber in diese Richtung, in Richtung Helligkeit, Leichtigkeit, Erweiterung, Ausdehnung und in Richtung Kraftspenden will ich gar nicht leben. Im Alter vergessen wir es aufgrund unserer Konditionierung halt oft. Stellt sich allerdings die letzte Frage: Wäre es nicht schön, wenn du dir jetzt in Zukunft öfters mal ganz bewusst ein paar Wohlfühlmomente gönnst? Vielleicht wusstest du auch schon länger auf einer bestimmten Ebene in dir, dass es im Grunde ganz leicht ist, aus einer schlechten Laune bewusst herauszukommen, indem du dir einfach die für dich geeigneten Fragen stellst, die dann ganz automatisch in dir gute Gefühle, Wohlgefühle auslösen. Und am hilfreichsten ist es, wenn ich diese kleine Technik ganz bewusst und praktisch anwende, indem ich mir einfach einige für mich geeignete Fragen zum Beispiel auf kleine Karten schreibe, die ich im Alltag mit mir rumtrage und ich ab und zu einfach ganz bewusst Stopp sage für 2-3 Minuten und mir diese Fragen durchlese und auf die Antworten warte. Für mich persönlich ist es immer wichtig, dass ich mir solche praktischen Hilfsmittel mache. Warum? Nun, weil ich es sonst einfach im Alltag vergesse und es mir dann irgendwann abends einfällt, dass ich es nicht gemacht habe. Wenn ich aber zum Beispiel so ein paar kleine Karten habe oder einen Zettel, wo ich mir das aufgeschrieben habe, dann denke ich im Alltag viel öfters daran und mache das auch. Denn im Grunde stimmt der Spruch, den wir alle kennen, gar nicht, wenn man genauer hinsieht. Welchen Spruch ich meine? Wissen ist Macht. Wissen alleine besitzt aber keine Macht, sondern angewandtes Wissen ist Macht. Also wenn ich das auch praktisch mache. In diesem Sinne stelle ich dir zum Abschluss dieses Videos noch eine letzte Frage. Bist auch du ein Mensch, der sich selbst in Zukunft im Alltag mehr Wohlfühlmomente schenken will und sich dadurch immer besser und besser und besser fühlt? Das wünsche ich dir von ganzem Herzen.